Allergien werden ja oft belächelt. Das ist aber eine ganz ernste Sache. Weiß Fokus Redakteurin Dr. Regina Albers. Hallo. Hallo, grüß dich. Warum sind denn Allergien eigentlich denn so gefährlich, Frau Albers? Also Allergien sind meistens Gott sei Dank nicht wirklich bedrohlich, aber Allergien, die sich zusätzlich aufpfropfen auf harmlosere Formen, die können tatsächlich der Gesundheit stark zusetzen. Das geht bis hin zum anaphylaktischen Schock. Das ist ein lebensbedrohlicher Kreislaufzusammenbruch, der bis zu 250 Menschen jährlich in Deutschland das Leben kostet. Was hilft denn gegen Nahrungsmittelallergien? Nahrungsmittelallergien sind im Gegensatz zu Pollenallergien viel schwerer zu therapieren. Bei Nahrungsmitteln gilt eigentlich, dass der Allergiker das Nahrungsmittel, auf das er eben überreagiert, einfach weglassen muss. Also er muss wirklich meiden. Forscher entwickeln zurzeit Immuntherapien gegen Nahrungsmittelallergien. Diese befinden sich aber im Moment noch in klinischen Studien und sind noch nicht zugelassen. Die sogenannte Immunisierung hilft ja Allergikern. Das ist nachgewiesen. Wann sollte man sich denn immunisieren lassen? Jetzt im Herbst ist genau die richtige Zeit, denn die Luft ist relativ wenig belastet. Das Problem ist, dass die Patienten sich manchmal schwer tun mit der Entscheidung, aber Allergologen machen Mut. Sie sagen, die Immuntherapien sind besser geworden und im Moment ist einfach für alle Allergiker eine gute Zeit, sich einem Allergologen anzuvertrauen und vielleicht mit der Therapie zu beginnen. Nur 10% der Allergiker nutzen eine Spritzentherapie, obwohl die ja eigentlich sehr gut anschlägt. Warum machen das nicht mehr Menschen? Wir sind vom Fokus aus diesem Problem nachgegangen und dabei ergab sich, dass die Immuntherapien leider einen schlechten Ruf haben, weil früher insbesondere die verwendeten Extrakte nicht standardisiert waren. Was manchen Patienten auch noch lästig vorkommt, ist die hohe Anzahl der Arztbesuche, die notwendig sind. Aber auch da gibt es neue Angebote, die Anzahl der Arztbesuche einzusparen, indem man mehrere Spritzen täglich zum Beispiel verabreicht und andere Programme bei der Verabreichung wählt. Gibt es analog Alternativen zur Spritzentherapie? Seit ein paar Jahren gibt es Präparate zur Verfügung, die die therapeutischen Allergene als Tabletten oder Tropfen enthalten, sodass die Patienten dann keine Spritzen nehmen müssen. Das sieht so aus, dass sie jeden Tag über mehrere Jahre hinweg eine Tablette einnehmen müssen. Und offenbar, sagen die Allergologen, wirken diese auch schon ganz gut und sind offenbar eine vernünftige Alternative. Fokus-Redakteurin Dr. Regina Albers, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne geschehen. Wiederhören.